Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa 2. Goodbye Despair mit Osoma. Hi. Letztes Mal haben wir Hajimes Zukunft erfahren. Sonja ist irgendwie von Gundam abgesprungen und ist jetzt zu uns übergekehrt. Sie will uns heiraten, allerdings muss Hajime dann erstmal eine ganze Menge lernen. Und ich glaube, da verreckt er, bevor er das gelernt hat. Ja, ich meine, Sonja hat es ja geschafft innerhalb von 16 Jahren, also. Eine Prinzessin. Die hat quasi ihr ganzes Leben dafür geopfert. Ich meine, die kann nicht mal eine Dusche anmachen. Geschweige denn ausstellen. Ja. Wenn Hachi mir genauso viel Zeit aufbringt. Ich meine, da hat er sowieso nichts anderes zu tun, wenn er die heiraten möchte. Aber tatsächlich, Sonja würde ich nicht aus dem Bett schubsen. Auch wie, ja. Wenn ihre Unterwäsche aussieht wie ein Toaster, meiner Meinung nach, aber okay. Du musst halt nur 30 Sprachen lernen, Wirtschaft. Ja. Also steht da niemals fließend. Fließend stand da niemals, es stand immer nur Fremdsprachen. Achso, okay. Ja, die Tür hat geklingelt und... Lass mich raten, ich würde mich jetzt ganz weit aus dem Fenster rauslehnen und sage, es ist Nagito. Weil den müssen wir ja fangen. Ich würde behaupten, das ist Kazuichi. Instinktiv... hat sich mein gesamter Körper angespannt, weil du Angst hast, das ist Ibuki. Nee, Ibuki ist schon drin. Ja, ich wusste, es ist wahrscheinlich jemand wie Sonja oder vielleicht sogar Kazuichi, aber aber unabhängig davon war ich nervös. Nein, ich kann mir nicht helfen. Ich meine, wie oft ist das jetzt schon auf dieser Insel passiert, seitdem wir angekommen sind? Ja, das selbst in mich reinmurmelt, habe ich langsam meine Hüttentür geöffnet. Hello there. Ich hätte gehofft, ich lieg falsch. Oh, du Arschloch. Hallöchen, Hachi. Und du sagst so, ich könnte mein Mikro würgen. Bin ich eh schon angepisst und dann so, hallo, wie geht's dir denn? Das ist wie wenn so ein... Ich weiß nicht, ob du die Werbung kennst, die in letzter Zeit da jetzt im TV war. Nein. Also, die sehe ich nur so hin und wieder, weil meine Mutter guckt ja TV und wenn ich mal unten in der Küche bin, sehe ich es auch mit. Da ist so ein Nachbar, der sich total freut und so Jingle Bells. Und dann ist da der andere Nachbar, der mit seiner Kettensäge so mit einem richtig bösen Blick so gerade den Weihnachtsbaum köpft so und dann wieder rüber zum anderen Nachbar, der einen Weihnachtsbaum reinzieht, so mit richtigen Lächeln und hahaha. Und dann wieder der andere Nachbar, der Weihnachtshasser, packt den Stumpf, den er gerade abgesägt hat, in so einen Holzzerkleinerer. So. Ist aber so eine, keine Ahnung, was das war, Mediamarkt-Werbung oder so. Weiß ich jetzt gerade nicht. Von irgendeinem Möbelhaus, glaube ich. Aber die Werbung finde ich lustig. Mhm. Und genau so kommt er mir vor, dass wenn ich so ein Typ bin, der schlecht gelaunt ist und der dann so, hallo, und nur noch Salz in die Wunde streut. Nagito. Was macht der denn da? Was macht der denn hier? Ja. Du hast eine tolle Monokuma-Plüschtier-Sammlung. Darf ich die mal angucken? Oh, die ist aber nicht so gut wie vom ultimativen Osoma, der ultimative Let's Player. Wieso sind die nicht vollständig? Hattest du nicht Glück beim Sammeln? Ist ja nicht so, dass ich einfach so da sitze und Brot esse und auf einmal fällt mir die gesamte Sammlung in den Schoß, nur weil ich Glück habe. Oh, was machst du da? Du fragst wirklich seltsame Fragen. Ich meine, ihr Leute habt doch ein Geschäft mit mir, nicht wahr? Wie oft kam dieses Wort schon vor? Moment, ich muss es akkurat synchronisieren. Ist ja wahr. Shiaki hat mich in die Lobby eingeladen. Sie sagte, sie hätte etwas, über das sie mit mir reden möchte. Alle haben sie dazu getränkt, nicht wahr? Wenigstens kein Hell. Er hat unseren Plan bereits herausgefunden. Sieht so aus, als liege ich genau richtig, hä?
Aber das ist schon gutes Timing. Ich habe ebenfalls etwas mit euch zu besprechen. Du auch? Wenn alle bereits bei der Lobby sind, spart mir das eine Menge Ärger. Und ich möchte, dass du ebenfalls zur Lobby kommst. Auch wenn du nicht direkt in diesen Plan involviert bist. Du weißt selbst das? Wie ich mir dachte. Du wurdest ausgelassen, hä? Aber das ist schon verständlich. Sag jetzt nicht, weil du ja einer bist, der kein Talent hat. Ich wüsste ja keiner der Ultimativen. Du bist praktisch gesehen von Anfang an nicht wirklich dabei. Dieses Spiel ist so unglaublich vorhersehbar. Mir kommt es fast so vor, als ob ich das Spiel entwickelt hätte. Weil alle Figuren so reagieren, wie ich es mache, wie ich es genau sehen würde. Ich mach doch nur Spaß, mach nicht so ein gruseliges Gesicht. Nein, ja, ich würge doch nur. Ich würge dich doch nur, mach doch nicht so gruseliges Gesicht. Aber ich krieg keine Luft. Dein Witz ist nicht lustig. Du solltest es nicht so ernst nehmen. Mich nicht so ernst nehmen. Nun, naja. Jedenfalls, beeil dich und komm zur Lobby. Ich kenne natürlich nicht die genauen Details eures Plans. Also freue ich mich schon drauf. Ich frag mich, was ihr Leute wohl vorhabt, mit mir zu tun. Als wir das erste auf der Insel angekommen sind, waren wir alle Freunde, die die Insel zusammen erkundet haben. Also lass schon gehen. Ja, da warst du auch noch kein Arschloch. Na schön, lass uns gehen. Ja. Ganz im Ernst, nach diesem Let's Play weiß ich nicht, ob ich Nagito überhaupt daten will. Im Ernst? Ich könnte ihm den Hals umdrehen. Ich weiß nicht, was er denkt, aber solange wir ihn gefangen haben... ja. Sitzen wir am längeren Hebel, was weiß ich. Wir müssen fortsetzen. Ich werde... nicht zulassen, dass er weiterhin das macht, wonach er Lust hat. Lass mich raten, er steht neben mir. Na, er steht da. Ich näher mich ihm und das Vieh geht los. Lass mich raten, es ist geschlüpft. Ja. Ich glaube, du hast gerade irgendwie Verzweiflung oder so gespürt, deswegen bist du geschlüpft. Obwohl Nagito ja sagt, ah, ich will die ultimative Hoffnung werden. Ganz im Ernst, ich will nicht mit ihm reden, verpiss dich. Oder doch muss ich, es muss ein anständiges Let's Play werden. Leider. Ich weiß nicht, was ihr plant, aber wie ich schon sagte, ich muss ebenfalls mit euch reden. Über etwas. Es ist nicht ein seltsamer Zufall. Es ist so, als würden wir beide etwas miteinander zu bereden haben. Ich werde ihm nicht das machen lassen, worauf er gerade Bock hat. Ich finde es schon irgendwie seltsam. Im ersten Teil war ich irgendwie total, ja, es gibt nichts Besseres als die und die Person und es gibt niemanden, den ich mehr hasse als Byakuya. Jetzt im zweiten Teil so, oh, Ibuki über alles und Byakuya ist gar nichts im Vergleich zu Nagito. Ich frage mich, ob das im dritten Teil auch so ist. So, ja, Ibuki ist nix im Vergleich zu Person X und ich hasse Person Y viel mehr als Nagito damals. Auch wenn es mir gerade gar nicht vorstellen kann. Wenn Chiaki Nagito heraufbeschworen hat, dann hat der Plan bereits begonnen. Fuyuko und Akane warten im Innern auf Nagito. Was ist los, Hachime? Warum bist du so nervös? 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 Wer ist denn nervös? Ich bin nicht nervös. Du bist ein schrecklicher Schauspieler. Ach, na gut. Wenn du so sehr dich verlangsamst, dann gehe ich ja zuerst rein. Der wird eh nicht gefangen. Der überlistet... Der legt bestimmt jetzt alle aufs Kreuz. Ja, als ich zögerlich vor der... Eingangstür stand Nagito, ging an mir vorbei und betrat die Hotellobby. Und genau da ist es passiert.
Alles klar, ich habe ihn. What are you doing? Was macht ihr da? Don't judge us for this, but we're gonna tie you up. Verurteilen uns nicht dafür, aber wir werden dich jetzt festbinden. Ihr wollt mich fesseln? Es gibt kein... Vor allem Kazuichi da im Hintergrund, genau. Gerade der reißt die Klappe auf. Es gibt kein... Ja, freizappeln wird dir zu bringen. Aber ich zapple doch gar nicht. Hä? Was zur Hölle? Du bist seltsamerweise kooperativ. Ach, wen kümmert's? Jetzt fessel den doch endlich, bevor es zu spät ist. Ja, Typen sind wirklich enttäuschend. Wie lange wollt ihr noch weiter so tun, kurzsichtig verhalten? Ihr müsst doch etwa mal das große Ganze sehen, wisst ihr? Wovon redest du da? Ist schon okay, wenn ihr es nicht versteht. Ihr könnt das Ende einfach sehen, ohne es zu wissen. Also dann, lasst uns anfangen. Lasst uns den Anfang vom Ende von Jabberwock Island. Das klingt fast so. Also das klingt fast so, als ob er die ganze Insel in die Luft jagen will, nach dem Satz da. Und genau da ist es passiert. In meinen Augenwinkel habe ich ein helles Licht gesehen. Nee, oder? Genau! Spring Kazuichi weg, du... Wenn Kazuichi das überlebt hat, ohne Schaden dann aber. Die Luft... Ja, schüttelte... Luftbewegung schüttelte. Die Explosion der... Eine Explosion einer Dunkelheit überkam mich und ich war... unfähig in der Lage, was zu sehen. Ich habe wahrscheinlich mein Bewusstsein verloren. Kurz nach dem Aufprall habe ich es geschafft, meine Augen langsam wieder zu öffnen. Genau, mach einfach Chiakis Automaten kaputt. Was passiert hier? Das sind die Worte, die meinen Mund verlassen haben, aber sie verschwanden noch bevor sie meine Ohren erreichen konnten. Nee. Sie wurden übertönt von einem Geräusch eines schrecklichen Lachen. Ist der jetzt irgendwie so krankhaftes Lachen mäßig? So, was frage ich überhaupt? Das ist Nagito. Klar wird er jetzt dastehen und machen. Ich guck nach oben und sah, woher das Lachen kam. Ja. Und den soll ich echt daten? Nur über meine Leiche. Es ist nicht beeindruckend. Dieses beeindruckende Feuerwerk bringt definitiv, passt definitiv zum Beginn des Endes. Ibuki würde jetzt bestimmt auch irgendwas zum Thema Feuerwerk sagen. Sie wollte ja eins haben. Aber ich glaube nicht, dass sie sich das darunter vorgestellt hat. Es ist vorbei. Das ist das Ende. Das Morden ist nun endlich vorbei. Hat er jetzt alle umgebracht? Warte. Justice. Schon wieder. Oh, ist der Typ anstrengend. Byakuya ist gar nichts im Vergleich zu dem. Die Schwachen im Namen der Gerechtigkeit zum Sündenbock zu machen, während man fürchtet, dass andere einen in den Rücken stechen. Dieses Game, dieses Spiel der Selbstgerechtigkeit, der selbstgerechten, Hypokryten endet jetzt. Was sind Hypokryten? Oder was ist das? Das sind Leute, die halt eine Sache sagen, aber sich nicht dran halten. Achso, also einfach nur sowas wie Lügner. Mmh.
Ich würde es nicht direkt als Lügner bezeichnen, aber sagen wir mal von wegen, du sagst jetzt von wegen, ich hasse Morden, das Morden ist falsch, man sollte nicht ermorden und dann bist du der Erste, der mordet. Okay, also mehr sowas wie Heuchler. Ja, genau, Heuchler ist ein gutes Wort dafür. Und das zu tun, oder um das zu tun, werde ich Jabberwock Island zerstören. Du kannst die Insel gern zerstören, aber bitte nachdem wir hier weg sind. Was meinst du damit? Das war nur eine kleine Demonstration. Das ist der Grund, warum ich es den Anfang vom Ende nenne. Die tatsächliche Bombe, die ich benutzen werde, ist nicht mal ansatzweise so schwach. Ansatzweise tatsächliche. eine tatsächliche Bombe? Ich habe eine riesige Anzahl an Bomben in einem bestimmten Gebiet auf der Insel platziert. Und wenn all diese Bomben explodieren, dann wird die Kraft dahinter genug sein, um die komplette Insel von der Landkarte zu fegen. Was zur Hölle sagst du da, wenn du das tust? Vor allem sehe ich gerade das Skype-Bild. Das ist noch viel schlimmer als das Bild, was ich hier sehe. Natürlich. Ich bezweifle, dass wir hier völlig unversehrt wegkommen. Aber es gibt keinen anderen Weg. Der Schauspieler? Schauspieler erwartet, dass man halt die Bühne am Ende verlässt. Meinst du dieser Bastard ernst? Nagito, bitte hör auf. Bist du verrückt oder so? Ja, bin ich. Nein, das ist es nicht. Ich bin nicht der Verrückte hier. Derjenige, der wirklich verrückt ist. Meine Güte, dieser Typ. Ich bin total schockiert. Ernsthaft, ich bin total schockiert. Das ist alles, was ich darüber sagen kann, über die Wendung der Ereignisse. Die Bomben sind alle auf eine bestimmte Zeit gesetzt. Und sie werden in exakt 2 Tagen zum Mittag explodieren. Ich habe so viele kraftvolle Bomben vorbereitet, dass derjenige, dass die eine, die gerade explodiert ist, nicht im Vergleich dazu ist. Wenn ich meinen Berechnungen glauben kann, dann sind sie stark genug, um die komplette Insel wegzufegen. Was bedeutet, in 2 Tagen, also Mittag, wird diese Insel dazu verdammt sein, zu versinken ins Meer. Meinst du das ernst? Denkt ihr wirklich, ich würde so weit gehen für einen Witz? Ja. Wo hast du sie untergebracht? Das kann ich euch nicht sagen. Es wäre zu einfach für euch, es wäre zu einfach, das euch zu überlassen. Aber es wäre auch nicht fair, wenn ich es täte. Also wie ist es damit? Wenn der Verräter, wenn der Verräter sich offenbart, zu mir, dann Und sage ich zwar, ihm, wo ich die Bomben versteckt habe. ich würde ja sagen, killt ihn, aber es bringt jetzt nichts mehr, weil sonst wissen wir ja nicht, wo die Bomben sind. Hä? Was geht hier vor? Sind alle in Ordnung? Komm schon, komm schon. Stell dich doch nicht in den Weg. Da geht es wohl mitten darin, den Verräter herauszulocken.
Nagito, was planst du? Ja, und jetzt überleg mal, mit dem war es dem Final Level Gamer Deadroom Reloaded eingesperrt. Wer weiß, was der mit dir angestellt hätte, wenn er es wollte. Muss ich es wirklich sagen? Es ist sinnlos. Ich meine, der Verräter sollte nicht in der Lage sein, seine Identität von sich selbst zu offenbaren. Was meinst du damit? Muss ich es wirklich sagen? Toll, jetzt drehst du den Spieß um. Meine Güte. Typen starte ich wirklich an, sodass die Funken fliegen. Ich werde ganz heiß und aufgeregt. Steht eigentlich einfach so dumm rum. Warum stoppst du ihn nicht? Hä? Ihn aufhalten? Warum sollte ich ihn aufhalten? Die Regeln, erinnerst du dich? Derselbe Beschuldigte kann maximal nur zwei Menschen ermorden. Wenn er die gesamte Insel in die Luft jagt, dann werden wir doch... Ja, dann werden mehr als nur zwei Menschen ermordet. Ich verstehe. Du hast eine gute Erinnerung. Wie ich schon gesagt habe, wenn irgendein Student die Regeln bricht, dann werde ich ihn schwer bestrafen. Lass mich raten. Aber wenn Nagito sich selber sprengt, dann ist das ja auch schon eine Strafe. Aber das ist nur, wenn jemand die Regeln bricht, richtig? Du kannst niemanden bestrafen, dafür, dass er eine Regel, für den Regelbruch bestrafen, wenn sie die Regeln noch nicht gebrochen haben, richtig? That's right. Ja. Dass du sagst, dass du die Regeln brechen wirst, ist nicht gegen die Regeln. Also im Moment ist es, gibt es keinen Grund, ihn zu bestrafen. Was zur Hölle? Bestrafungen passieren immer danach, nicht davor. Das ist nun mal so wie die, das ist nun mal die Regel der Gesellschaft, richtig? Aber selbst wenn, es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Solange der Verräter einfach nur herauskommt, kann das alles hier friedlich geregelt werden. Wird schon okay sein. Bin mir ziemlich sicher, alles wird bis zum Ende gut gehen. Schließlich haben wir ja so viel Zeit zusammen verbracht. Ich glaube an euch, Leute. Und mehr als das, ich glaube an mein ultimatives Glück. Also wird definitiv alles in Ordnung kommen. Nachdem er das gesagt hat, ging Nagito weg. Er ging einfach weg. Wir konnten ihn nicht stoppen. Ich habe langsam Angst vor Nagito. Die Boshaftigkeit, die von Nagitos Körper Besitz ergriffen hat, bohrte sich in meine Knochen. Oder sank in meine Knochen, irgendwie sowas. Ich hätte niemals erwartet, dass er so weit gehen würde. Nagito ist so verlässlich. Ich muss gar nichts tun, weil er schon die Dinge ins Rollen bringt. Dieser Bastard, das werde ich ihm niemals vergeben. Verdammt, er meint so verdammt ernst mit diesen Bomben. Solange der Verräter sich nicht zeigt... Sagt uns nicht, wo die Bomben sind, richtig? Ist das sein Ziel? Dann, ich flehe euch Leute an. Es ist mir mittlerweile sowas von egal, aber irgendjemand muss nach vorne treten. Hey, ich flehe euch an. Egal wie lange wir gewartet haben, niemand von uns kam nach vorne. Ja, weil sich wahrscheinlich niemand daran erinnern kann, der Verräter zu sein. Was Nagito gestern gesagt hatte. Ich werde den Verräter rauslocken und wenn es mich mein Leben kosten würde. Jetzt verstehe ich endlich, was er damit gemeint hat.
Nagito hat die gesamte Insel in Beschlag genommen und hat eine Als Sit Geisel genommen. als Geisel genommen und hat eine Situation kreiert, in der der Verräter rauskommen muss. Das ist Nagitos Ziel. Aber was plant er dann mit dem Verräter zu tun, wenn er sich mal gezeigt hat? Wird er wirklich die gesamte Insel in die Luft sprengen? Lass mich raten, du erzählst wieder irgendeine unnütze Story aus deinem Leben, das was keinen interessiert. Mein Motto ist eine gute Sache pro jeden Tag zu tun. Okay, das ist eine Lüge. Wenn ich in einer als ich in einer Bar war und gerufen habe, kann ich einen Sam kriegen, hat ein weiblicher Barkeeper fröhlich geantwortet, natürlich. Was ist ein Sam? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Alkohol nicht aus. Es macht mich so glücklich, wenn jemand anders so glücklich ist. Eine gute Sache jeden Tag zu tun ist toll. Aber in drin hat die Frau wahrscheinlich gedacht, ich wäre nur ein Verlierer, der alleine rumsitzt in einer billigen Bar in der Mitte der Nacht. Verdammt. Ich kann diese Scheiße nicht aufrechterhalten. Hey, Sweet Cheeks, gib mir noch eins. Sweet Cheeks. Hä? Nicht ein Sam Adams. Ich rede natürlich über einen rohen Lachs. Hier kommen die guten Nachrichten für euch. Ich hab den Geruch von Vanille in die Monokuma-Plüschtiere eingebaut. Ich mag keine Vanille. Es ist eine effektive Aromatherapie. Es wird definitiv euch beruhigen, eure Nerven beruhigen, wenn sie aufgeregt sind. Erhältlich in naher Zukunft. Und dafür zum Monokuma-Shopping Corner. Wir sind jetzt auf einmal in der Hütte, nachdem die ganze Bude in die Luft geflogen ist. Ist klar. Ja, ich habe mich erholt seit der Be Explosion gestern, aber mein Körper tut immer noch weh. Ein, ja, auf jeden Fall metallisches Geräusch. Ein Dall. Was ist Dall? Dröhnend? Ein stumpfes metallisches Geräusch. Geräusch klingelt in meinen Ohren. Bis zu hinten an meinen Kopf. Achso, und die Rückseite meines Kopfes fühlt sich heiß an. Ich kann nicht mal geradeaus denken. Aber ich kann so nicht den ganzen Tag verbringen. Ich verließ sofort meine Hütte. Hallo. Sieht noch normal aus. Ey, du bist es richtig, du bist der Verräter, nicht wahr? Schön, dass du mich gleich am Morgen ankackst. Was soll der, sagst du da? Komm schon, du musst es doch jetzt zugeben. Wenn du es nicht tust, dann werden wir alle sterben. Ich bin nicht der Verräter. Ich flehe dich an, es ist mir egal, ob du es bist. Rette mich einfach. Reiß dich zusammen, Kazuichi. Vorwürfe werden die Dinge jetzt nicht ändern, okay? Ich weiß das, aber was können wir denn sonst tun? Wir müssen drüber nachdenken, wir müssen das miteinander besprechen. Also, lass uns beeilen und zum Restaurant gehen. Verdammt. Sieht doch noch ganz okay aus. Ist ja keine Bombe oder so explodiert. Nö, nö. Lalalalalala. Chiaki ist jetzt bestimmt traurig, weil die Automaten nicht mehr funktionieren. Ja, das sieht so ein bisschen kaputt aus. Hallo, ich will. Ja, es war klar. Ruhig guckt sie auf die Arcade Machine mit traurigen Augen. Guten Morgen, Hajime.
ist diese Arcade-Maschine kaputt. Sie war zu nah an der Explosion. Ich schätze, sie konnte es nicht durchstehen. Mann, diese Spielmaschine war wirklich beliebt. Und es war schwierig. Sie war so hartnäckig, dass nicht mal ein Elefant sie zerstören konnte. Aber wenn es kaputt ist, dann kann man wohl nichts damit daran mehr tun. Ich schätze, das wär's denn jetzt. Ihre Schultern sanken ziemlich tief. Tut mir irgendwie leid. Ja, kaputt. Naja, ihr wichtigster Freund auf der ganzen Insel ist gestorben. Ich dachte, das wärst du, weil du sie gedatet hast. Ja. Hallo, die Spielemaschine? Hajime oder die Arcade-Maschine? Die Arcade-Maschine. Ja, das war Danganronpa 2, Goodbye Despair. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Ciao.